Ja, dann komm gleich in Shavasana, in die Anfangsentspannung auf dem Rücken zum Liegen. Öffne deine Beine Hüftgelenk oder Mattenbreit, lass die Füße locker nach außen fallen. Die Arme vom Körper etwas entfernt, Handflächen nach oben, dann entspannen die Schultern schön nach unten. Dein Kopf liegt in der Mitte. Löse die Zähne voneinander, nimm die Zunge vom Gaumen. Und nimm mal ein paar tiefe Ein- und Ausatmenzüge. Spür ein tiefes Ein- und Ausatmen in den Bauch und aus dem Bauch heraus. Dann lass den Atem ruhiger werden, anstrengungslos. Dein Atem kommt und geht ganz von allein. Du spürst, wie dein Körper entspannt. Füße und Beine, Hände und Arme, Becken, Rücken, Bauch, Brustkorb, Schultern, Nacken, Kopf, Gesicht und auch der Geist werden ruhig. Und so erfährt jede einzelne Zelle eine tiefe Entspannung. Und passend zum Thema präsentes Zuhören heute für die Stunde kannst du mal in dich hineinhorchen, in dich hineinlauschen. Und versuche auch mit deinem Herzen in dich hineinzulauschen, nicht nur mit den Ohren. Du bist entspannt. Dann wieder tiefer zu atmen. Atme tief in Bauch und Brustkorb ein, werde ganz weit und genauso tief wieder aus, werde ganz leer. Bleib bei diesen tiefen Atemzügen. Spüre, wie dein Atem dich wieder aktiviert. Und dann nimmst du mit der nächsten tiefen Einatmung die Arme hinter den Kopf, legst sie dort ab. Der nächsten tiefen Ausatmung schließt die Beine und zieh dich in die Länge. Streck dich, reckle dich. Und
Und mit der nächsten Ausatmung lass alles wieder los, bring die Arme nach unten zurück, stell mit der Einatmung die Füße auf die Matte. Dann zieh deine Knie zu dir ran, gib die Hände unter dein Gesäß und streck die Beine mal nach oben aus. Du kannst ganz locker mal Füße und Beine ausschütteln. Dann mal die Füße kreisen und die Richtung wechseln. Und dann mal die Beine ganz strecken und die Füße flexen. Und die Beine gestreckt lassen, die Füße pointen. Und dann nochmal flexen. Und dann nochmal ganz locker ausschütteln. Dann bring die Knie wieder in Richtung Körper. Nimm die Hände auf die Knie oder Schienbeine und lass dich von einer Seite zur anderen hin und her rollen. Spüre, wie dein Rücken dabei massiert wird, wenn du von einer Seite zur anderen rollst. Und lass den Kopf mitrollen, immer auf die Seite, wo sich die Knie befinden. Komm dann in der Mitte an. Bleib auf dem Rücken liegen, gib die Hände auf die Knie und kreise die Knie in kleinen Kreisen im Uhrzeigersinn, und mit jedem Atemzug darfst du die Kreise gerne größer werden lassen. So lockerst du im unteren Rücken auf, im Kreuzbeinbereich. Dann kannst du mal die Richtung wechseln. Wieder mit kleinen Kreisen beginnen und die Kreise größer werden lassen. Und dann ziehst du die Knie mal ganz nah an dich ran und verbindest Stirn und Knie miteinander. Dann leg den Oberkörper wieder ab und lass dich auf die rechte Seite rollen und komm über die Seite hoch zum Sitzen. Greif dir dein Kissen und setz dich in eine für dich bequeme Sitzposition auf dein Kissen. Und dann deine Hände auf die Beine. Richte dich auf im Rücken, lass die Schultern entspannt sinken. Komm in deiner Sitzhaltung an. Schließ dann die Augen. Stell dich ein auf dreimal um und das Mantra. Atme aus. Und wieder ein. Sahana Vavatu, Sahanau Bunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tichasvinava Ditamastu, Ma Vitvishavahai. Om Shanti,
Shanti, Shanti. Und lass dich weiter atmen. Zum Thema heute, präsentes Zuhören. Heute darfst du ganz präsent zuhören. Versuche beim Hören tatsächlich nur zu hören. Was bedeutet es, nur zu hören? Du vermeidest ein Kommentieren im Kopf. Du vermeidest ein Kommentieren mit deinen Gedanken, mit deinen Worten. Das gelingt dir, wenn du dir deiner Gedanken ganz bewusst bist und präsent bleibst. Es ist ein präsentes Hören und damit ein Zuhören. Schenke jedem deine unaufgeteilte Aufmerksamkeit beim präsenten Zuhören. Nimm bewusst wahr, was in dir beim Zuhören passiert, auch jetzt. Versuche lediglich zu hören. Das Hören schließt alles andere aus, wie selbst sprechen, eigene Meinung und ein Kommentieren. Du bist präsent beim Hören. Und lausche nicht bloß mit deinen Ohren, sondern mit dem ganzen Herzen und du wirst Klarheit finden. Du kannst das jetzt in die Yoga-Praxis integrieren, dein präsentes Zuhören, aber auch immer wieder in dich hineinhören, ohne zu kommentieren. Ja, und du kannst das dann mal einen ganzen Tag lang versuchen, vielleicht sogar morgen, und dich ganz auf dein Hören besinnen. Stell dich jetzt ein auf die Pranayama-Übungen. Wir praktizieren 3 Runden Kapalabhati und dann die Wechselatmung. Du sitzt aufrecht, aber entspannt. Bringst deine Hände ins Chin Mudra, Zeigefinger, Daumenspitzen berühren sich und legst die Hände bequem auf deinen Beinen ab. Die Handflächen können nach oben oder auch nach unten zeigen. Und dann atmest du mal tief in den Bauch ein. Atme nur in den Bauch ein, nicht in den Brustkorb. Den Bauch tief einatmen. Und auch wieder tief aus dem Bauch ausatmen. Und jetzt bequem einatmen. Beginne. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein. Ham, so, ham, so, ham, so, ham. So, ham, so, ham, ham. Praktiziere weiter in diesem Rhythmus. Zieh kraftvoll den Bauch nach innen und lass die Einatmung passiv folgen. Dabei sind die Lippen sanft geschlossen. Die Atmung geht durch die Nase ein und aus. Ham, so, ham, so, ham, so, ham, so, ham, so, ham, so, ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Atme aus, werde ganz leer und stütz dich mit leerer Lunge, mit deinen Händen und Armen ab. Streck die Arme dabei, lass den Rücken lang und zieh den Bauchnabel tief nach innen oben. Dann löse die Bauchdecke, richte dich mit einer tiefen, vollständigen Einatmung auf. Und lass dich genauso tief ausatmen, wie du eingeatmet hast. Entspann dich in deinen Sitz hinein. Atme dann bequem ein und halte den Atem, solange du bequem halten kannst, an. Setze Mula Bandha, deinen Beckenbodenverschluss, und bring die
Zungenspitze an den weichen Teil des Gaumens nach hinten oben und dann visualisiere eine strahlende Sonne in deinem Bauchraum. Stell dir die Sonnenenergie in deinem Bauch vor, deinem Solarplexus. Wenn du bisher noch nicht ausgeatmet hast, lass dich jetzt ausatmen. Dann atme wieder tief ein und tief aus. Und atme bequem ein. Zweite Runde. Aus, ein, aus, ein, aus, ein. Ham, so, ham, so, ham, so, ham, so, ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Atme aus, werde vollständig leer, stütz dich mit den gestreckten Armen wieder ab. Dein Bauch zieht nach innen oben und mit angehaltenem Atem, leerer Lunge, lässt du den Bauch vor- und zurückpumpen. Und dann löst du die Bauchdecke und richtest dich mit einer tiefen, vollständigen Einatmung wieder auf. Atmest genauso tief aus, wie du eingeatmet hast. Entspannst dich in deinen Sitz hinein. Atmest dann bequem ein und hältst den Atem wieder, solange du bequem halten kannst. Setze Mula Bandha Beckenbodenverschluss, bring die Zungenspitze an den weichen Teil des Gaumens nach hinten oben und visualisiere, wie deine strahlende Sonne im Bauchraum sich zusammenformt zu einer feuerroten Energiekugel und wie diese kleine rote Energiekugel von deinem Bauchraum nach unten sinkt in dein Becken, in dein Wurzelchakra und das unterste Ende der Wirbelsäule. Und wenn du bisher noch nicht ausgeatmet hast, dann darfst du jetzt ausatmen. Und wieder tief in den Bauch ein. Und tief aus dem Bauch aus. Bequem einatmen, letzte Runde. Aus, ein, aus, ein, aus, ein. Ham, so, ham, so, ham, so, ham, so, ham. Werde ganz leer, stütz dich wieder ab, zieh die Bauchdecke nach innen oben, versuche die Lunge vollständig zu leeren und dann zieh deinen Bauchnabel so tief du kannst nach innen hinein. Und dann löse die Bauchdecke und richte dich tief einatmend auf. Und atme genauso tief aus, wie du eingeatmet hast. Werde vollständig leer. Entspann dich in deinen Sitz hinein. Atme jetzt bequem ein und halte dann den Atem mit bequem gefüllter Lunge an. Verschließe Mula Bandha Beckenboden. Bring die Zunge an den weichen Teil des Gaumens nach hinten oben und visualisiere, wie deine rote Feuerkugel und Energiekugel
vom Muladhara Chakra haben und das Ende der Wirbelsäule langsam Wirbel für Wirbel durch alle Chakras nach oben aufsteigt. Und wenn diese Kugel in deinem Kopf ankommt, dann entfaltet sie sich zu einem gleißend, strahlend, hellem Licht. Strahlt auch über deinen Kopf hinaus. Kapalabhati heißt strahlender Kopf, leuchtender Schädel. Und wenn du bisher noch nicht ausgeatmet hast, dann lass dich jetzt ausatmen. Atme bequem weiter, spüre nach. Dann stell dich innerlich auf die Wechselatmung ein. Du kannst deinen Sitz nochmal optimieren. Die Beine mal verändern, Beinposition anders legen. Und dann wieder in einen für dich bequemen Sitz ankommen. Rücken aufrecht, Schultern entspannt. Linke Hand ins Chin Mudra, Zeigefinger, Daumenspitze berührt sich. Hand liegt bequem auf dem linken Bein. Rechte Hand ins Vishnu Mudra. Klapp den Zeigefinger ein und auch den Mittelfinger. Die anderen drei Finger streckst du ein wenig von dir oder von der Hand. Und den Oberarm legst du jetzt bequem an den Oberkörper an. Dann atmest du tief ein und tief aus durch beide Nasenhälften. Und nochmal einatmen und wieder ausatmen. Verschließe dann mit dem Daumen die rechte Nasenseite. Atme links tief und zügig ein. Verschließe beide Nasenseiten und halte den Atem an. Der Ringfinger links, der Daumen rechts, dein Rücken aufrecht, die Schultern tief, der rechte Oberarm bequem am Oberkörper. Öffne rechts, atme langsam aus, langsam und gleichmäßig ausatmen. Rechts wieder einatmen, tief und zügig. Die Nase schließen, den Atem anhalten, aufrecht sitzen, Schultern entspannt, Gesicht entspannt, Nacken entspannt. Links ausatmen, gleichmäßig und ruhig. Links wieder einatmen, tief und zügig. Richte dich auf mit der Einatmung. Halte den Atem, entspann die Schultern, heb dein Brustbein. Bring den Fokus in deine Stirnmitte, dein Ajna-Chakra, dein drittes Auge. Lass dort einen strahlenden Punkt leuchten. Atme rechts aus und bleibe mit der Aufmerksamkeit im Stirnchakra. Rechts einatmen, tief und zügig. Den Atem anhalten. Aufrecht sitzen. Links ausatmen. Und links wieder einatmen, tief und zügig den Atem anhalten. Dann kannst du wie beim Kapalabhati die Mudras setzen, Mula Bandha, Zunge jetzt nach hinten ziehen an den weichen Teil des Gaumens und den Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Dann löst du diese Bandhas wieder und atmest rechts aus. Die Bandhas helfen, die Energie zu lenken. Atme rechts wieder ein, tief und zügig. Und halte den Atem, setze alle drei Bandhas wieder gleichzeitig. Zunge nach hinten, oben ziehen, Bauchnabel nach innen, Mula Bandha, Beckenboden verschließen. Aufrecht sitzen dabei. Die Bandhas lösen, links
Ausatmen. Links einatmen, tief und zügig. Den Atem halten und die Bandhas wieder setzen. Beckenboden ist Mula Bandha, Bauch ist Uddiyana Bandha, Kehlkopf mit der Zunge ist Jalandhara Bandha. Alle drei zusammen nennen sich Mahabandha. Atme rechts aus und löse die Bandhas. Vor jeder Ausatmung darfst du die Bandhas jeweils lösen. Atme rechts so tief du kannst und so viel du kannst ein. Halte den Atem, setze alle drei Bandhas, Mahabandha, Beckenboden, Bauch, Kehle. Löse die Bandhas, atme links aus. Links wieder ein, so tief du kannst, so viel wie möglich und vollständig. Und dann den Atem halten und die Bandhas, Mahabandha setzen. Fokus in der Stirn, Stirnchakra. Bandhas lösen, rechts ausatmen. Rechts einatmen, so tief du kannst, so viel wie möglich. Die Nase schließen, den Atem halten, die Bandhas setzen. Mit der nächsten Runde erhöhe ich den Rhythmus von 4-16-8 auf 5-20-10. Versuche mitzugehen. Löse die Bandhas, atme links aus. Atme links so tief du kannst vollständig ein. Schließe die Nase, halte den Atem, setze die Bandhas, Beckenboden, Bauch, Kehle. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Löse die Bandhas, atme rechts langsam und gleichmäßig aus. Rechts einatmen, tief und zügig, so viel du kannst. Halte den Atem, schließe die Nase, setze deine Bandhas. Mahabandha. Löse die Bandhas, atme links aus. Und atme links so tief du kannst wieder ein. Halte den Atem, setze die Bandhas. Fokus in deinem Stirnchakra, drittes Auge. Strahlender Punkt leuchtet dort. Löse die Bandhas, atme rechts aus. Rechts wieder ein, so vollständig wie du kannst. Die Nase schließen, Atem halten, Bandhas setzen. Löse die Bandhas, atme links aus. Atme links wieder ein, tief und zügig, so viel du kannst. Letzte Runde. Halte den Atem, setze die Bandhas. Mahabandha, die großen Bandhas, um die Energie zu lenken. Rechts ausatmen. Und rechts ausatmen, Bandhas gelöst.
Rechts wieder einatmen, tief und zügig. Den Atem anhalten, die Bandas noch einmal setzen. Bandas lösen und links ausatmen. Wenn du alles ausgeatmet hast, dann lass den rechten Arm sinken und spüre nach. Lass dich bequem weiteratmen. Du hast jetzt 8 Runden acht Runden Wechselatmung praktiziert. Zuerst im Rhythmus 4, 16, 8. Dann haben wir den Rhythmus verlängert. 5, 20, 10. Wechselatmung hilft, den Geist zur Ruhe zu bringen. Genieße jetzt eine kurze Meditation. Lass den Fokus in deiner Stirnmitte, die Augen geschlossen, der Blick unter den geschlossenen Augenlidern weich in Richtung Stirnmitte. Und dann wiederholst du mit der Einatmung so und mit der Ausatmung Ham, das Mantra so Ham. Ich bin das. So Ham. So Ham. 2 Minuten Stille. Mantra los. Vertiefe deinen Atem. Komm in einen Atemrhythmus von 3 bis 4 Takten. Einatmen in Bauch und Brustkorb. Und aus Brustkorb und Bauch auch 3 bis 4 Takte wieder ausatmen. Und wenn du deinen Atemrhythmus gefunden hast, dann öffnest du mit der Einatmung die Augen und lässt mit der Ausatmung die Arme links und rechts sinken. Stellst dich innerlich auf Bewegung ein, kommst auf deine Art und Weise im Vierfußstand an, nimmst alles von der Matte, was du nicht brauchst, kannst auch gerne deine Socken ausziehen. Und Vierfußstand, bring die Hände unter die Schultern, fächer die Finger weit auf, die Knie sind unter den Hüften, also hüftbreit geöffnet. Und dann rollst du dich im Rhythmus deiner tiefen Atmung auf und ab.
Lockerst den Rücken ein wenig auf. Stellst dann mit der nächsten Einatmung die Zehen auf und mit der Ausatmung schiebst du dich in den herabschauenden Hund. Kannst abwechselnd mal ein Bein beugen und eins strecken. Und dann lauf mit deinen Füßen vor zu deinen Händen. Lass dich in die stehende Vorbeuge eintauchen. Häng dich richtig aus. Hände, Arme, Schultern, Kopf, Nacken, alles hängt. Und dann roll dich langsam auf. Komm zum Stehen. Stehst am Anfang deiner Matte. Kommst in Tadasana-Haltung. Deine Füße hüftgelenkbreit geöffnet. Dein Gewicht auf deinen Fersen, Groß- und Kleinzehballen. Dein Rücken aufrecht, die Schultern tief. Dein Atem gleichmäßig tief und ruhig. Und du lauscht nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem ganzen Herzen und findest Klarheit in deinem Inneren. Stell dich innerlich auf den Sonnengruß ein und bring mit jedem Atemzug dann gleich dich in die nächste Position des Sonnengrußes hinein. Beginne jetzt, bring die Hände vor dein Herz in Namaste-Haltung. Dann zieh die Arme hoch und die Schultern zurück. Beug die Knie, komm in die Vorbeuge. Hände neben die Füße, Stirn zu den Beinen. Zieh einmal den Rücken lang. Und bring dann dein rechtes Bein nach hinten in einen großen Ausfallschritt. Links dazu, komm im Stütz an. Knie, Brust, Kinn oder Stirn absinken. In die Kugel kommen. Die Zehen aufstellen. Schieb dich über die Knie in den herabschauenden Hund. Bring dein rechtes Bein nach vorne. Und links dazu, tauch ein in die Vorbeuge. Bring die Arme vor und hoch, richte dich auf zum Stehen und komm wieder in Tadasana an. Namaste, die Hände vor dein Herz. Die Arme hoch, die Schultern zurück. Beug die Knie, tauch ein in die Vorbeuge. Zieh den Rücken lang. Und bring dein linkes Bein weit nach hinten in den Ausfallschritt oder Sprinter. Komm in den Stütz und halte Knie, Brust, Kinn oder Stirn zur Matte geben. In die Cobra schlängeln und über die Knie in den herabschauenden Hund kommen. Dein linkes Bein nach vorne, Ausfallschritt oder Sprinter. Und rechts dazu in die Vorbeuge eintauchen. Die Arme vor und hoch. Und Tadasana. Namaste. Nach oben zurück. Vorbeuge. Langer Rücken. Rechtes Bein zurück. In den Stütz. Knie, Brust und Kinn. Cobra, herabschauender Hund. Rechts nach vorne, links dazu, Vorbeuge, Knie gebeugt. Dich aufrichten und Tadasana. Namaste, nach oben zurück, Vorbeuge, Rücken lang, linkes Bein. Rechts dazu Stütz, Knie, Brust, Kinn,
Kobra. Herabschauende Hund. Links nach vorne, rechts dazu. Vorbeuge. Richte dich auf. Tadasana. Namaste. Nach oben zurück. Vorbeuge. Rücken lang. Rechts zurück. In den Stütz. Knie, Brust, Kinn. Kobra. Herabschauender Hund. Rechts nach vorne. Links dazu Vorbeuge. Richte dich auf. Asana. Namaste. Nach oben zurück. Vorbeuge. Rücken lang. Linkes Bein. In den Stütz. Knie, Brust, Kinn. Kobra. Herabschauender Hund. Links nach vorne. Rechts dazu. Vorbeuge. Stehen. Tadasana. Namaste. Nach oben zurück. Vorbeuge. Rücken lang. Rechtes Bein. In den Stütz. Knie, Brust, Kinn. Kobra. Herabschauender Hund. Rechts nach vorne. Links dazu. Vorbeuge. Zum Stehen. Tadasana. Namaste. Nach oben zurück. Vorbeuge. Rücken lang. Linkes Bein. Im Stütz ankommen. Knie, Brust, Kinn. Einatmen, Kobra. Über die Knie herabschauender Hund. Links nach vorne. Rechts dazu Vorbeuge. Komm zum Stehen. Tadasana. Letzte Runde. Namaste. Nach oben zurück. In die Vorbeuge. Rücken lang. Rechtes Bein. Links dazu Stütz. Knie, Brust, Kinn oder Stirn. Kobra. Herabschauende Hund. Rechts nach vorne. Links dazu Vorbeuge. Arme vor und hoch zum Stehen kommen. Tadasana. Namaste. Nach oben zurück. Vorbeuge. Rücken lang. Linkes Bein. Und rechts dazu im Stütz halten. Knie, Brust, Kinn. Kobra. Herabschauen und links nach vorne, rechts dazu Vorbeuge, Arme vor und hoch und in Tadasana ankommen. Steh entspannt, lass den Atem fließen. Lausche in dich hinein. Und dann mit der nächsten Einatmung zieh die Arme hoch. Mit der Ausatmung tauch wieder in die Vorbeuge und steig zurück in den herabschauenden Hund. Beug die Knie leicht, zieh die Arme lang, lass den Kopf hängen, Schultern weg von den Ohren, zieh den Rücken lang, den Bauch sanft nach innen,
Und tief atmen. Spür die Entlastung im Rücken, die Kraft in den Armen. Komm dann mit der Einatmung in den Vierfußstand und mit der Ausatmung in die Kindstellung. Entspanne im Kind. Lausche in dich hinein, atme gleichmäßig und tief ein und aus. Mit der nächsten Einatmung roll dich langsam auf. Komm Wirbel für Wirbel auf deinen Fersen zum Sitzen. Setz dich neben den Beinen ab, gib die Beine nach vorne und leg dich auf dem Rücken ab. Die Füße auf der Matte gestellt, die Arme eng neben den Körper. Stell dich ein auf den umgekehrten Tisch. Zieh mit der Ausatmung die Beine zum Bauch und streck mit der Einatmung die Beine nach oben zur Decke aus und nimm dann die Arme mit dazu. Der untere Rücken schiebt in die Matte hinein, die Schultern sinken ebenfalls in die Matte. Du atmest ganz tief ein und aus. Der nächsten Ausatmung bring die Beine zum Brustkorb, zum Bauch, leg die Hände auf die Knie und lass dich von einer Seite zur anderen hin und her rollen. Genieß einen Entspannungsmoment. Atme dabei tief in den Bauch ein und aus. Dann komm in der Mitte wieder an, stell die Füße ab, leg deine Arme eng an den Körper,
Stell die Füße so ab, dass du vielleicht mit den Fingerspitzen die Fersen berühren kannst. Und öffne die Füße hüftgelenkbreit. Lass die Schultern in Richtung Matte sinken. Und dann stelle dich auf die Schulterbrücke ein. Mit der Einatmung schiebst du die Beine, die Füße nach unten in die Matte und hebst dein Becken und deinen Rücken nach oben an. Heb den Rücken nur so weit an wie angenehm. Lass vielleicht die Schulterblätter am Boden liegen und wenn du magst, greif die Finger unterm Gesäß ineinander und zieh die Schulterblätter noch enger zueinander. Und jetzt atme ganz tief ein und aus. Aktiviere deinen Beckenboden. Spür die Dehnung in der Vorderseite. Mit der nächsten Einatmung heb die Fersen an, komm auf die Zehballen. Mit der Ausatmung löse die Hände und Arme voneinander und lass dich Wirbel für Wirbel nach unten rollen. Und wenn dein Becken am Boden ankommt, stell die Füße ab, lass die Knie zueinander fallen. Leg die Hände auf den Bauch, entspanne. Atme tief ein und aus. Leg die Arme jetzt in Schulterhöhe zur Seite, Handflächen nach oben. Lass deine Füße nach außen wandern an die Mattenkante. Und mit der Ausatmung lass die Knie nach rechts sinken und blicke, nein, lass die Knie nach links sinken und blicke nach rechts. Entspanne. Mit der Einatmung die Knie hoch. Mit der Ausatmung die Knie nach rechts und Blick nach links. Die Füße bleiben immer noch mattenbreit. Der Einatmung die Knie hochziehen, der Ausatmung die Knie zum Brustkorb bringen und dich hin und her rollen lassen. Komm wieder in der Mitte an, bring die Hände unter dein Gesäß und streck die Beine nach oben aus für den gestützten Schulterstand oder halben Schulterstand. Lass dich tief atmen. Füße berühren sich, Füße sind entspannt, Beine angenehm gestreckt. Dein Atem gleichmäßig tief und ruhig. Der nächsten Ausatmung sinkst du die Beine wieder nach unten ab, stellst die Füße ab, gibst die Hände und Arme neben den Körper, lass die Knie zueinander fallen, spür einen Moment nach. Dann lass dich auf die rechte Seite rollen. Und komm über die Seite hoch zum Sitzen.
Streck die Beine vor dir aus, zieh dein Sitzfleisch zur Seite. Stell dich auf die Vorbeuge im Sitzen ein, sitzende Vorbeuge, Paschimottanasana. Du kannst die Knie anwinkeln oder die Beine gestreckt lassen, die Füße geflext und du schiebst deine Sitzbeinhöcker so ein bisschen nach hinten. Dann kippst du besser aus der Hüfte nach vorne. Mit der Einatmung die Arme hochziehen. Mit der Ausatmung aus der Hüfte nach vorne sinken. Die Hände und Arme bequem neben die Beine ablegen. Den Rücken lang lassen. Die Füße geflext lassen. Tief atmen. Wenn du magst, wiederhole die Affirmation. Ich danke der kosmischen Kraft für perfektes Hören. Ich danke der kosmischen Kraft für perfektes Hören. Ich danke der kosmischen Kraft für perfektes Hören. Stelle ich innerlich darauf ein, dass du die Position gleich auflösen darfst. Der Einatmung, die Arme vor- und hochziehen. Dich hier nochmal langziehen. Mit der Ausatmung senk die Hände und Arme ab. Zieh deine Beine zu dir ran. Und dann gib die Beine nach hinten und tauch ein. In die Bauchentspannungslage. Legst Stirn oder Wange auf deine Hände. Die großen Zehen berühren sich, die Fersen fallen locker nach außen. Und du bist entspannt. Dankst der kosmischen Kraft für perfektes Hören. Stell dich innerlich auf die Kobra ein, streck die Beine schon mal lang nach hinten aus, etwa hüftbreit geöffnet oder die Füße dürfen sich auch berühren. Fußriste liegen am Boden, du spannst die Beine ein wenig an, legst die Stirn oder dein Kinn auf der Matte ab, ziehst deine Hände eng an den Brustkorb unterhalb der Schultern. Ohne den Kopf zu heben, roll die Schulterblätter zueinander und die Schultern weg von den Ohren. Atme aus, aktiviere den Bauchnabel nach innen. Mit deiner nächsten Einatmung hebst du Kopf, Schultern und Brustkorb und ziehst dich in die kleine Kobra. Hier atmest du weiter. Bist ganz präsent in der Asana. Lauschst in dich hinein.
der nächsten Ausatmung gleite zurück in die Bauchentspannungslage. Stirn oder Wange auf die Hände geben, große Zehen berühren sich, Fersen fallen nach außen. Und kannst auch mal die Seite vom Kopf anders legen. Wenn du vorher nach links geblickt hast, blickst du jetzt nach rechts. Oder umgekehrt. Und du bist vollkommen entspannt. Stell dich dann ein auf Shalabhasana, die Heuschrecke. Dafür streckt die Beine wieder lang nach hinten aus. Die Füße berühren sich jetzt. Spannst die Beine an, schiebst dein Schambein ein wenig nach vorne in die Matte. Legst die Stirn oder dein Kinn ab. Gibst die Arme nach hinten, der Länge nach. Handinnenflächen berühren die Matte. Und die Ellbogen sind leicht gebeugt. Das ist die eine Variante. Oder du machst Fäuste und schiebst die Fäuste in die Leisten und die Arme unter den Körper, so gut es geht. Und egal in welcher Variante du jetzt bist, kannst die Beine angespannt, jetzt erst das rechte Bein anheben, einatmen. Ausatmen, ablegen, einatmen, linkes Bein heben, ausatmen, ablegen und dann einatmen, beide Beine anheben. Spür die Kraft und dein Durchsetzungsvermögen. Lass dich tief atmen. Und lausche in dich hinein. Ausatmen, senk die Beine ab. Dreh den Kopf zur Seite. Leg die Arme entspannt neben dem Körper ab. Und du kannst auch gerne wieder die Hände unter Stirn oder Wange legen. Dann winkel die Beine an. Und lass die Füße sanft hin und her pendeln, um den Rücken zu entspannen. Gut, dann lass die Füße gleich so nach oben in Richtung Decke für den Bogen. Bring die Arme nach hinten, greif deine Füße, so gut es geht. Wenn du die Füße nicht greifen kannst, kannst du den Bogen auch so versuchen. Spann die Beine an. Und mit der Einatmung komm in den Bogen. Heb alles von der Matte ab, was du abheben kannst. Atme ganz tief, du dehnst hier intensiv die Vorderseite. Es ist gut für deinen Hüftbeuger, für die Psoasmuskulatur. Du komprimierst intensiv die Rückseite. Es ist gut für deine Lendenwirbelsäule. Und du öffnest dein Herz ganz weit. Und du atmest so tief du kannst ein und aus. Mit der nächsten Ausatmung sinke nach unten zurück. Lass die Füße los. Entspanne für einen Moment, so wie du am Boden ankommst. Und dann stütz dich mit den Händen ab. Stell die Zehen auf, drück dich mit der Einatmung in den Vierfußstand. Roll ein paar Mal den Rücken auf und auch ab.
Und dann komm nochmal in die Kindhaltung. Stirn zum Boden, Arme nach hinten oder die Hände unter die Stirn geben. Geborgenheit spüren, loslassen, wahrnehmen. Dann roll dich Wirbel für Wirbel auf, komm auf den Fersen zum Sitzen. Setz dich neben den Beinen ab und streck die Beine nach vorne aus. Stell dich ein auf den Drehsitz. Wenn du eine Sitzhilfe brauchst, setz dich gerne drauf. Gefaltete Decke oder ein Kissen oder Block oder Buch. Achte, egal ob mit oder ohne Sitzhilfe, darauf, dass du auf beiden Gesäßhälften dein Gewicht verteilst, dass du aufrecht im Rücken sitzen kannst. Und dann schiebst du beide Beine ein bisschen nach rechts und stellst deinen rechten Fuß über dein linkes Bein. Flexst den linken Fuß und lässt die Schultern sinken. Mit der Einatmung hebst du dann den rechten Arm und mit der Ausatmung gibst du die rechte Hand den rechten Arm nach hinten, blickst über die rechte Schulter zurück, bleibst aufrecht im Rücken über deinem Becken, schenkst dir ein inneres Lächeln, flexst den linken Fuß nochmal, lässt dich tief atmen. Du spürst, wie kosmische Liebe, Harmonie und Frieden durch dich hindurchfließt. Der Einatmung hebst du den rechten Arm und drehst dich mit der Ausatmung nach vorne und genießt noch eine weitere Drehung nach links in die Gegenrichtung. Drehst dich dann wieder nach vorne und wechselst die Seiten. Streck erstmal beide Beine aus und schieb dann beide Beine nach links. Und dann stell deinen linken Fuß auf der anderen Seite vom rechten Bein ab und flex den rechten Fuß aufrecht über deinem Becken. Lass die Schultern sinken. Heb mit der Einatmung den linken Arm. Dreh dich mit der Ausatmung. Linke Hand nach hinten, über die linke Schulter auf, nach links. Bleib auch hier aufrecht. Flex den rechten Fuß nochmal. Atme tief, gleichmäßig und ruhig. Mit der nächsten Einatmung hebst du deinen linken Arm, drehst dich mit der Ausatmung nach vorne und dann genießt auch hier noch eine Gegendrehung nach rechts und wieder nach vorne. Dann stellst du beide Füße vor dir auf,
kannst dich entweder mit dem Kopf zwischen die Beine nach vorne sinken lassen oder die Stirn auf den Knien ablegen. Genieße einen entspannten Rücken. Dann roll dich nochmal auf. Und komm auf deine Füße, um in die Hocke zu gehen. Du stellst die Füße entweder ganz auf die Matte, senkst dein Becken dazwischen, oder du bist auf den Zehballen, weil du die Fersen vielleicht nicht am Boden absetzen kannst. Alles ist da erlaubt. Und dann bringst du deine Handflächen aneinander. Achte darauf, dass der Rücken lang ist, die Schultern weg von den Ohren und deine Knie drücken sanft gegen die Arme und die Arme halten sanft dagegen. Dein Becken entspannt dabei, der untere Rücken sollte entspannen dabei. So, dass du eine Hüftöffnung wahrnehmen kannst und vielleicht eine Entlastung im unteren Rücken spürst. Und tief atmen. Mit der nächsten Ausatmung lass die Hände nach unten sinken, senk auch den Kopf nach vorne, gib Kraft in die Hände mit der Einatmung, streck die Beine, bring dein Gesäß nach oben, sodass du in die stehende Vorbeuge tauchen kannst und bring im Zickzack die Füße ein bisschen enger zueinander. Entscheide selbst, ob die Beine gestreckt sein wollen oder die Knie gebeugt. Und dann beug die Knie und roll dich langsam auf. Wirbel für Wirbel, komm zum Stehen, roll die Schultern ab. Gut. Dann öffne deine Beine eine Beinlänge weit, eine Beinlänge lang für Trikonasana. Gut. Und dreh erst deinen rechten Fuß auf und achte darauf, dass deine Füße in einer Linie sind. Beug dann dein rechtes Knie bis zum Fußgelenk und leg den rechten Arm auf den rechten Oberschenkel. Die linke Hüfte und die linke Schulter zeigen zur Decke und dein Schambein zieht zum Bauchnabel, Bauchnabel nach innen. Dann nimmst du mit der Einatmung den linken Arm nach oben und ziehst ihn mit der Ausatmung am Kopf entlang nach vorne. Atme ganz tief ein und aus. Genieß die Seitdehnung in deiner linken Seite. Der Einatmung hebt den linken Arm, mit der Ausatmung streckt dein rechtes Bein, zieh die rechten Zehen wieder nach vorne und wechsel die Seite, dreh den linken Fuß auf, Füße sind in einer Linie, winkel dein linkes Knie bis zum Fußgelenk an, bring den linken Unterarm auf den linken Oberschenkel. Lass die rechte Hüfte und die rechte Schulter zur Decke zeigen. Bring einatmend den rechten Arm hoch und zieh ausatmend den rechten Arm jetzt nach vorne. Zieh dein Schambein zum Bauchnabel, Bauchnabel nach innen und lass dich tief atmen.
Genieß die Seitendehnung in der rechten Seite. Und mit der Einatmung hebt den rechten Arm, mit der Ausatmung streckt dein linkes Bein, zieht die Zehen wieder nach vorne, gebt im Zickzack dann die Füße zueinander, beugt die Knie, taucht nochmal in die Vorbeuge, lass die nochmal nach vorne hängen. Und dann sinkt dein Gesäß nach unten ab, dass du auf deiner Matte zum Sitzen kommen kannst. Stell dich ein auf Shavasana, die Tiefen entspannen. Nimm dir alles, was du brauchst, um zu entspannen. Wenn du alles hast, was du brauchst, dann kommst du auf deinem Rücken zum Liegen. Richte dich ein für deine Shavasana. Die Beine streckst du hüftgelenkbreit aus oder auch mattenbreit. Lässt die Füße locker nach außen sinken, die Arme vom Körper entfernt, Handflächen nach oben, Schultern entspannen nach unten in die Matte. Dein Kopf liegt in der Mitte. Löst die Zähne voneinander, nimmst die Zunge vom Gaumen und dein Atem fließt jetzt anstrengungslos ein und aus. Spürst, wie sich dabei dein Bauch sanft hebt und senkt. Und dann darfst du dich in die Körperteile hineinspüren, die ich dir ansage. Und gleichzeitig darfst du diese Affirmation für dich im Geiste wiederholen. Ich entspanne meine Füße. Ich entspanne meine Beine. Ich entspanne mein Becken. Ich entspanne meinen Rücken. Ich entspanne meinen Bauch. Ich entspanne meinen Brustkorb. Ich entspanne meine Hände. Ich entspanne meine Arme. Ich entspanne meine Schultern. Ich entspanne meinen Nacken. Ich entspanne meinen Kopf. Ich entspanne meinen Geist. Mein ganzer Körper und mein Geist sind entspannt. Ich lausche nicht bloß mit meinen Ohren, sondern mit dem ganzen Herzen. Und dann werde ich Klarheit finden.
Vertiefe deinen Atem wieder. Und spür dich in deinen Körper hinein. Spür die Finger, Hände, Zehen, Füße, Arme, Beine. Genieße Bewegungen, die du jetzt brauchst, um dich zu aktivieren. Und wenn du soweit bist, stellst du die Füße auf und lässt dich auf die rechte Seite rollen. Kannst dich da noch mal kurz einkuscheln. Und dich dann aufsetzen. Schließ die Augen noch mal. Ich lausche nicht bloß mit meinen Ohren, sondern mit meinem ganzen Herzen. Und dabei finde ich Klarheit. Mit dreimal Om und Lokasamastha Mantra atme aus und wieder ein. Namaste. Ich danke dir, dass du heute dabei warst.